Komm, Himmel hoch, komm ich nicht her, denn ich hab Schiss vorm Flugverkehr. Obwohl ich jetzt mit Leib und Seele zum himmlischen Geflügel zähle, am Sternchen und am Tannenstängel erkennt ihr mich als Weihnachtsengel. Und deshalb rufe ich euch zu, Frieda sei mit euch. Frieda ist sozusagen mein Künstlername, genauer gesagt Franz Frieda. Naja, so wie Karl Maria, weil Engel sind ja weder Männlein noch Weiblein, sondern so eine Art Mischlinge. Naja, und eigentlich bin ich auch gar kein richtiger Weihnachtsengel, sondern Angestellte seit 4 Wochen bei Angie's Angel Agency. Das ist eine Engel-Ausleihstation für Schutz, Rache und eben Weihnachtsengel. Also bei Bedarf können Sie mich mieten. Und meine Chefin, die Angie Engelmann, hat mir gleich am Anfang eingebläut, also pass auf, als Engel hast du neutral zu sein. Sowohl politisch als auch geschlechtlich. Naja, was soll man machen? Man muss ja heutzutage jeden zumutbaren Job annehmen, eben auch eine Umstellung in Kauf nehmen. Zum erotischen Blindgänger. Jedenfalls bin ich wirklich froh, wenn ich nach Feierabend wieder so ein richtig normales Vollweib sein kann. Aber Feierabend, also Feierabend kenne ich ja seit Tagen nicht mehr. Ständig jachtere ich von einem weihnachtlichen Event zum anderen. Und trotz Dauerpowerstress muss ich immer diese Engelsgeduld zeigen und mich als Unschuldsengel präsentieren. Na, Gott sei Dank hat von mir noch keiner einen medizinisch-polizeilichen Unschuldsnachweis verlangt. Ziemlich oft, muss ich Ihnen sagen, ziemlich oft werden wir ja von alleinstehenden bzw. alleinliegenden Herren geordert. Gestern hat mir so ein frisch Geschiedener sogar einen Heiratsantrag gemacht. Seine Ehe wäre die Hölle gewesen und jetzt soll ich ihm doch bitte den Himmel auf Erden bereiten. Er dachte da so an so ein bisschen gemeinsames Jauchzen und Frohlocken. Na ja, habe ich gesagt, dann beginnen wir doch mal mit dem gemeinsamen Abgesang himmlischer Lieder. Er kannte aber nur ein einziges. Und als wir zum dritten Mal Stille Nacht gegrölt hatten, beschwerten sich die Nachbarn. Da bin ich aber ganz hurtig abgeschwebt. Ein bisschen später war ich ja bei einer ganz netten Familie. Die Tochter rief gleich, oh Wahnsinn, bei uns ist eine Außerirdische gelandet. Und der Sohn, der wollte unbedingt, dass ich erstmal gleich 3 Runden ums Haus düse. Im 7. Stock, 2 halbe Kekse und einen gebrauchten Kaugummi hat er mir dafür geboten. Geiz ist geil. Ich bin doch kein Billigflieger. Aber so ein Gala-Auftritt beim Fernsehen ist natürlich spitze. Also wer einen da so alles sieht, ich befürchte ja nur, dass mich im neuen Jahr ganz viele Kommunalpolitiker bestellen werden als rettenden Engel im Kampf gegen den Pleitegeier. Aber von einem Weihnachtsengel erwartet man natürlich auch die Verkündigung einer frohen Botschaft, obwohl das in dieser Zeit nicht einfach ist, kann und will ich Sie nicht enttäuschen. Also, frohe Botschaft! Bald wird ein Wunder für euch wahr. Ihr kriegt ein nagelneues Jahr, das 53 Wochen hat. Jetzt seid ihr wohl vor Staunen platt. 366 Tage kriegt jeder, glaubt mir, was ich sage. Sogar ein Schalttag ist dabei.
Und alles das gibt steuerfrei. Also. Also, wenn das kein Wunder ist. In diesem Sinne, Frieda sei mit euch.